Hallo liebe Vogelfreunde und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Heute geht es um das Thema Zuchtvorbereitung und im Speziellen Futterumstellung. Was bedeutet das ganz konkret? Wir müssen in unserer Zucht jetzt den aufkommenden Frühling auch was das Futter angeht bei unseren Vögeln simulieren. Das bedeutet einerseits, dass wir Schritt für Schritt den Anteil an Frischfutter und an Eiweißfutter für unsere Vögel erhöhen und andererseits, dass dieses Ganze ja systematisch passiert, nicht zu schnell passiert. Einen weiteren Aspekt, den wir betrachten müssen, ist, dass es auch bei unseren Vögeln, so wie bei Menschen so ist, wenn sie dann irgendwann mal Junge haben werden, in naher Zukunft, hoffentlich, ja, weiß man ja nie, kann auch ein schlechtes Jahr erwischen. Dann werden die Vögel eben genau das Futter futtern, was sie schon kennen. Wenn sie bestimmtes Futter erst dann bekommen, werden sie es den Jungen nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, man muss sie auch an bestimmte Futterarten Stück für Stück gewöhnen. Und das ist ein weiterer Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist in der jetzigen Phase. Bei mir läuft es ganz konkret nach einer gewissen Systematik ab. Ich beginne jetzt Anfang März den Anteil an Grünfutter und Eiweißfutter zu erhöhen. Vom 1. bis zum 10. März bekommen meine Vögel alle 6 Tage Grünfutter oder Eiweißfutter gereicht. Vom 10. bis zum 20. März erhöhe ich die Menge auf alle 4 bis 5 Tage und dann eben so weiter. Dann komme ich im 20. auf den 30. März auf alle 4 Tage. In den ersten 2 Aprilwochen ist es dann wirklich jeder dritte Tag und geht dann weiter im April bis jeden zweiten Tag, um dann Mitte, ja, so um den 20. April jeden Tag frisches Grünfutter und frisches Eiweißfutter zu reichen. Warum mache ich das so Stück für Stück? Warum beginne ich nicht gleich Vollgas und dann starten wir gleich schon am Anfang April mit der Zucht? Es gibt zwei Faktoren, die vor allem bei Leuten, die draußen züchten, hier reinspielen. Das ist einmal die Fruchtbarkeit, sowohl der Weibchen, aber eher der Männchen. Das heißt, es kommt darauf, dass die Männchen fruchtbar sind und dann auf die Tiefstemperaturen in der Nacht. In der Nacht kann es gerade auch Anfang April, eigentlich auch noch Ende April, schon mal richtig, richtig kalt werden. Und wenn ich dann ein, zwei, 3 Tage alte Junge im Nest habe, dann sterben die mir ab. Es kann auch passieren bei Eiern, die dann nicht richtig gewärmt werden und die sterben dann im Ei ab. Das zweite ist eben die Fruchtbarkeit der Männchen. Wenn ich dieses Futter zu schnell, zu früh erhöhe, ist es so, dass die Männchen vielleicht noch gar nicht fruchtbar sind, die Weibchen aber schon total den Nistbautrieb haben und anfangen, unbefruchtete Eier zu legen. Beides wollen wir nicht und das Ziel von dieser Systematik ist es eigentlich, dass wir Ende April bereit sind für die Eiablage. Wir garantieren dann eben fruchtbare Männchen, Weibchen, die ebenfalls bereit sind und Temperaturen, die nicht auf Dauer mehr so kalt sein können, dass uns die Jungen eingehen. Wenn wir dann die Jungen, ersten Jungen Anfang Mai in den ersten Maitagen haben, wenn sie dann irgendwie 14 Tage, 13, 14 Tage gebrütet haben, dann garantieren wir eben eine erfolgreiche Zucht. Kurzen Ausblick, was ich jetzt am Anfang in dieser Futterumstellung gebe. Ich gebe weiterhin die Weidenzweige, die Obstbaumzweige mit den Knospen. Ich gebe Löwenzahnblätter und Vogelmiere, Pflanzen von draußen, die ihr wirklich auch überall bald draußen findet. Und ich persönlich gebe auch schon Tiefkühlerbsen, weil das eben in meiner Ernährung in der Aufzucht eine relativ große Rolle spielt. Und ich will, dass die Vögel sich da schon mal dran gewöhnen. Was das Eiweißfutter angeht, gebe ich sowohl Eier als auch Pinkymaden, aber wirklich gekochte Eier, aber wirklich natürlich sehr beschränkt. Also jetzt am Anfang, wie gesagt, einmal alle 10 Tage, dann werde ich es in der dritten und vierten Märzwoche 2 oder 3 Mal in 10 Tagen geben, sowohl Grünfutter als auch Eiweißfutter. Und bekomme eigentlich so seit Jahren sehr, sehr gute Ergebnisse. Solltet ihr noch Ideen haben bezüglich Grünfutter oder Eiweißfutter, das würde mich super interessieren. Was gebt ihr denn jetzt euren Vögeln zur Zuchtvorbereitung? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare.
Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, klickt unten auf Abonnieren. Das hilft auch anderen, die Videos von meinem Kanal besser zu finden. Vielen, vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal und gebt mir einen Like. Ciao.